Auf Befehl des Aufsichtsrates. Die folgende Datei beschreibt eine kognitive Gefahr der Klasse 8 und untersteht der Geheimhaltungsstufe 5-3000. Unautorisierter Zugriff ist verboten. Nachweis akzeptiert. Klassifiziert als Stufe 5-3000. Gegenstandsnummer SCP-3000. Objekt Klasse Taumiel. Spezieller Haltungsprozess. Das Areal, in dem sich SCP-3000 befindet, im Moment eine Region im Golf von Bengalen mit rund 300 Kilometer Durchmesser, ist regelmäßig von Marineschiffen der Foundation zu patrouillieren. Unter keinen Umständen ist es Zivilisten erlaubt, in dem unter Quarantäne stehenden Gebiet Tiefsee-Expeditionen oder Tauchausflüge durchzuführen. Individuen, von denen angenommen wird, dass sie mit SCP-3000 Kontakt hatten, sind einzudämmen, unter Quarantäne zu stellen und an Standort 151 zu übergeben. Individuen, die von den anormalen Eigenschaften von SCP-3000 betroffen wurden, sind zeitlich unbegrenzt einzudämmen. Das Foundation-U-Boot SCP-F Eremita hat die Position der vordersten Sektion von SCP-3000 zu überwachen, welche sich zurzeit im Gangesfern etwa 7 Kilometer unter dem Golf befindet. Die Emerita ist damit beauftragt, das Arztag-Protokoll auszuführen, und der für die Besatzung geltende Stellenplan ist nach den Richtlinien dieses Protokolls aufzustellen. Für eine volle Beschreibung des Arztag-Protokolls siehe Anhang 3000.2. Es ist im Moment keine Heilungsmethode für die Effekte von SCP-3000 bekannt. Daher sollen betroffene Individuen für weitere Studien eingedämmt und unter Quarantäne gestellt werden. An Bord der Eremita stationierte Individuen dürfen das Schiff nicht verlassen, außer wenn es darum geht, die nötigen Prozeduren des Arztag-Protokolls durchzuführen. Individuen, die das Schiff ohne zulässige Autorisierung verlassen, sind als verloren anzusehen. Unter keinen Umständen sollte irgendein Individuum ohne Autorisierung mit SCP-3000 interagieren. Beschreibung: SCP-3000 ist eine riesige, aquatische, schlangenartige Entität, die stark einer Riesenmoräne, Gymnothorax javanicus, ähnelt. Die vollständige Länge von SCP-3000 ist unmöglich festzustellen, wird aber auf 600 bis 900 Kilometer geschätzt. Der Kopf von SCP-3000 misst 2,5 Meter im Durchmesser und Sektionen seines Körpers messen bis zu 10 Meter im Durchmesser. SCP-3000 ist normalerweise eine sesshafte Kreatur, die ihren Kopf nur als Reaktion auf bestimmte Reize oder während des Fressens bewegt. Der Großteil seines Körpers befindet sich im Gangesfern und dessen Umgebung und bewegt sich nur sehr selten. Anmerkung: genauer gesagt in einigen Canyons überall in der Region. SCP-3000 ernährt sich von Fleisch und ist gegen seine bewegungsarme Natur fähig, sich sehr schnell zu bewegen, um Beute zu erlegen. Trotz seiner Größe wurde die Hypothese aufgestellt, dass SCP-3000 keine Nahrung benötigt, um seine biologischen Funktionen aufrechtzuerhalten. Fußnote: aufgrund dessen wird angenommen, dass SCP-3000s innere Biologie ähnlich anormal ist. Da SCP-3000 beim Verzehr von Beute durch seine Haut eine viskose, dunkelgraue Substanz abgibt, die als Y-909 designiert wurde, siehe Anhang 3000.2 weiter unten, ist das Endresultat seines Verdauungsprozesses unbekannt. SCP-3000 ist eine wahrnehmungsstörende Entität der Klasse 8. Die direkte Betrachtung von SCP-3000 kann schwerwiegende mentale Veränderungen auslösen. Individuen, die SCP-3000 direkt ansehen, sowie jene, die sich in einer unbestimmten Entfernung zur SCP-3000 befinden, erfahren unerklärliche Kopfschmerzen, Paranoia, generelle Furcht und Panik und Erinnerungsverluste oder Veränderungen. Das folgende ist ein Log aus den historischen Aufzeichnungen von Standort 151. Geschrieben von Dr. Eugene Goetz, in dem die anfängliche Entdeckung von SCP-3000 und die dabei erlebten Effekte beschrieben werden. Die ganze Crew fühlte das Unbehagen, während wir in der ersten Nacht hinuntertauchten. Darüber, ob das an der Unsicherheit gegenüber dem lag, was wir entdecken würden, oder ob
es etwas Unheilvolleres war, mochte ich nicht spekulieren. Während wir weiter hinabtauchten, begann Williams stark zu schwitzen. Als wir danach fragten, konnte er nicht darauf antworten und sagte, dass er dachte, er übersehe etwas, das er nicht folgen konnte. Als wir mit der Zeit immer tiefer tauchten, begann er sich immer erratischer zu verhalten, sprach mich an einem Punkt sogar als Darlene an und zeigte gegenüber seinen zugewiesenen Aufgaben Unsicherheit. Die anderen Crewmitglieder erfuhren ähnliche Gefühle, aber Williams fühlte es am stärksten. Er hatte von uns bei weitem die niedrigste mimetische Widerstandskraft, aber er war Biologe, kein Mimetiker. Als wir endlich Kontakt zu der Entität herstellten, begann er zu wimmern und musste sediert werden. Ich erinnere mich daran, dass er immer wieder das Wort Nein murmelte, als ob er gegenüber irgendwas seine Ungläubigkeit ausdrückte. Er wurde nach einer Weile still, als wir ihren Kopf erreichten, und als ich ihn mir wieder ansah, hatte irgendwas seine Augen verlassen. Er blinzelte nicht mal, während wir das Ende unseres Abstiegs erreichten. Ungefähr 9.40 Uhr sahen wir zum ersten Mal den Kopf der Entität. Die Unruhe war jetzt spürbar. Mehrere der anderen Crewmitglieder beschwerten sich über das Gefühl der Benebelung und über Unsicherheit gegenüber dem, was sie eigentlich tun sollten. Kapitän Ritter, wie immer ein gestandener Mann, schob das alles auf eine Stickstoffvergiftung und zwang sie, sich der Entität weiter zu nähern. Als wir auf 50 Meter an die Entität herangekommen waren, drehte sie sich langsam, um uns anzusehen. Selbst jetzt, wo ich mich daran erinnere, wie ich dieses Ding sich in der Dunkelheit winden sah, kann ich noch immer Williams hören, wie er wie ein wütender Hund im Heck des Schiffs bellte. Um sich schlagend und kreischend, darüber schreiend, wie er es in seinem Kopf sehen konnte. Perkins und Harrison versuchten ihn zu fesseln, aber er befreite sich und schlug sich das Gesicht an einem der Bullaugen ein. Er schlug es derart hart dagegen, dass er die innere Scheibe zerbrach. Der Schaden war so schlimm, dass wir auftauchen mussten. Wir versuchten, Williams medizinische Hilfe zukommen zu lassen, aber er war zu jener Zeit schon nicht mehr zu retten. Er hatte sich an das Glas gepresst und sprach trotz des Traumas kurz, während er im Sterben lag. Niemand hat es aufgenommen. Wir haben zu der Zeit nicht daran gedacht. Aber ich erinnere mich gut genug daran. Er sagte: Da ist nichts. 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 Als wir mehrere Stunden später die Oberfläche erreichten, war Williams tot. Zu jener Zeit machte ich mir nicht groß Gedanken über das, was er gesagt hatte. Nur die Raserei eines Mannes, der durch die Tiefe dem Wahnsinn anheimgefallen war. So nahm ich an. Ich wusste es nicht besser. Aber sogar jetzt kann ich die Augen der Kreatur sehen. Ich sehe es in der Dunkelheit hängen, erleuchtet von einem Licht, dessen Quelle ich nicht ausmachen kann. Und ich fühle die anhaltende Furcht, die Williams in der Nacht in dem Tauchfahrzeug gefühlt haben muss, als er von was auch immer für einer Leere überkommen wurde, aus der dieses Ding hervorgeglitten war. Entdeckung. SCP-300 wurde 1971 entdeckt, kurz nachdem zwei bangladesische Fischerboote und 15 Fischer als vermisst gemeldet und später nahe der indischen Küste treibend gefunden wurden. Da das Land Bangladesch zum damaligen Zeitpunkt erst seit kurzer Zeit Bestand hatte und der politischen Verfolgung durch Pakistan unterlegen gewesen war, erhielt der Vorfall hohe Aufmerksamkeit durch die Medien, weil die Befürchtung bestand, es handele sich um das Resultat ausländischer Aggression. Einheiten der lokalen Küstenwache konnten die vermissten Boote nicht ausfindig machen, was die Medienhysterie noch weiter anfachte. In Kalkutta, jetzt Kolkata, stationierte Foundation-Forscher sahen Ähnlichkeiten zwischen diesem Verschwinden und einem anderen Vorfall 2 Jahre zuvor. Eine gründliche Suche, unterstützt durch Mariette Paschler-Zähler, offenbarte die Position der 2 Boote und einer unbekannten, bisher unentdeckten Masse tief unter der Oberfläche des Golfs von Bengalen. Weitere Untersuchungen durch Foundation-Taucher führten zur Entdeckung von SCP-300. Das Areal wurde schnell gesichert und die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen wurden im April 1972 implementiert. Das AZAC-Protokoll wurde im Oktober 1998 hinzugefügt. Anhang 3000.1. Erkundungslog des ersten Kontakts. Anmerkung:
Das Folgende ist eine Niederschrift von Audiologs, die während der ersten Tiefseetaucherkontakts mit SCP-3000 aufgenommen wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt war noch kein Foundation-Taucher auf mehr als 300 Metern an SCP-3000 herangekommen. Die Taucher waren damit beauftragt, die Kreatur zu untersuchen und den Ursprung der dicken grauen Flüssigkeit zu ergründen, die Beobachter um seinen Kopf herum hatten schweben sehen. Das Tauchteam bestand aus drei Mitgliedern von MTF Orion 9, Kingfishers, zu Deutsch Eisvögel, und wurde von MTF O9 Alpha angeführt. Der Ausgangspunkt war die Luftschleuse des Foundation-U-Boots SCP-F Stravinsky. Alle Taucher waren mit Hochdruckanzügen und nach vorn ausgerichteten Kopflampen ausgerüstet. Zusätzlich wurde an MTF O9 Alpha eine Leine befestigt, die dann in einer T-Form an Bravo und Foxtrot festgemacht wurde. Okay, Kommandostelle. Wir befinden uns in der Luftschleuse und sind bereit zum Start. Bestätigt. Legen Sie los und halten Sie Kontakt. Orion 9 Alpha, check. Orion 9, Bravo, check. Also gut, Männer, wir sind rund 500 Meter vom Kopf dieser Kreatur entfernt in Position. Stellt sicher, dass eure Leinen gut und fest sitzen. Wir wollen nicht, dass ihr euch da draußen verliert. Wie ist heute die Sicht hier unten, Kommandostelle? Warten. Rund 3 Meter. Also ist es scheiße dunkel. Verstanden. Warum sind wir so weit draußen? Die Größe dieser Kreatur ist schwer zu erfassen und es hat sich an einigen Stellen um sich selbst gewickelt. Wir können nicht zu nah rangehen, weil da zu viel Körper ist. Die Entität hat sich seit circa 3 Wochen nicht bewegt. Überhaupt nicht? Positiv. Es bewegt sich ein wenig mit der Strömung hier unten, aber nicht mehr als das. Wäre da nicht die Kopfbewegung gewesen, die das erste Tauchboot-Team beobachtet hat, dann wüssten wir womöglich nicht, ob es lebendig ist oder nicht. Das ist beruhigend. Okay, Leinen sitzen fest. Flutet die Kammer. Bestätigt. Das Fließen von Wasser ist zu hören, während die Luftschleuse geflutet wird. Für mehrere Minuten ist kein anderes Geräusch hörbar. Nach einiger Zeit bricht das Geräusch des fließenden Wassers ab. Seid ihr beide in Ordnung? Ich bin okay. Es ist scheiße kalt. Dann sind wir hoffentlich nicht allzu lange draußen. Schaltet eure Lampe ein, Jungs. Es geht los. Alle Mitglieder des Tauchteams verlassen die Luftschleuse. Man hört leise mechanische Geräusche, als sich die Luftschleuse hinter ihnen schließt. Ein gedämpftes Klicken ist zu hören und die Stravinsky aktiviert ihre Flutlichter auf Achtern. Hey Alpha, das ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt für die Frage, aber ich kann mich nicht erinnern, wie ich meine Lampe einschalte und... Deine Lampe ist an, Foxtrot. Es... Was? Wie hast du mich genannt? Deine Designation, Mulherny. Foxtrot. Ich bin Foxtrot, Boss. Warte mal, was redet ihr da? Ich verstehe nicht, was du mit Designation meinst. Es ist ein gottverdammter Codename, Bravo. Was meinst du? Er ist Bravo. Ich? Na, scheiße, warte mal. Ich wollte irgendwas sagen. Barry, bist du noch da? Es wird angenommen, dass O9 Alpha, ein ehemaliges Mitglied des Command-Teams, meinte, dass SCP-3000 zugewiesen war. Es handelt sich dabei um Barry Hughes, der 2 Jahre zuvor verstorben war. Wartet. Wartet auf Befehle. Hey, wir haben hier draußen kleinere Schwierigkeiten. Ich bin nicht sicher, wer... Bei uns scheint einige Verwirrung wegen der Designation zu herrschen. Und ich bin mir nicht sicher, wo wir hinschwimmen. Wo genau sind wir? Gott, merkt ihr das auch? Ich habe gerade schreckliche Kopfschmerzen bekommen. Es ist wie Nadeln in meinem Hirn. Irgendwas... Tauchteam, ich weise euch darauf hin, dass wir glauben, dass gerade einige schädliche kognitive Effekte auf euch einwirken. Bewegt euch weiter geradeaus und wir geben euch mehr Informationen, wenn wir welche kriegen. Notiert. Kommandostelle, ich weise darauf hin, dass Foxtrot schlimme Kopfschmerzen hat. Ich glaube, schwimmen wir in die richtige Richtung? Wir können hier draußen nichts sehen. Ihr seid rund 150 Meter vom Kopf der Entität entfernt, Alpha. Ihr solltet bald Sichtkontakt haben. Kommandostelle, ich sehe gar nichts. Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind fast da, Alpha. Tauchteam, ich weise euch darauf hin, dass wir auf unseren Radar Bewegung von der Entität registrieren. Ich? Barry, ich sehe überhaupt nichts hier unten. Wonach suchen wir? Alles. Alles, was ich sehen kann, ist Dunkelheit. Da bläst ein kühler, fauliger Wind, der mich auf einen Rand zutreibt, den ich nicht sehe. Klappe halten! Klappe halten! Klappe halten, Kommandostelle! Bravo reagiert nicht mehr! Er bittet umgehende Abbruch der Mission! Warte mal eine Sekunde. Auf
den Rand des Nichts, Zentimeter vom Vergessen entfernt. Da ist eine Krankheit in meinem Verstand, von der ich weiß, dass sie unheilbar ist. Jenseits von mir ist nur Schwärze und ein einziges Paar dunkler Augen. Was redest du da? Tauchteam, wir werden euch umgehend wieder reinholen. Wir haben Grund zu der Annahme... Barry, bist du das? Wie kann das sein? Ich hab doch den Dreck geschaufelt bei deiner... Ich kann hier drüben was hören, Alpha. Dein Licht bewegt ein beschissenes Licht. Stille. Nichts als Stille. Mein Bewusstsein geht auseinander und nur. Tauchteam, irgendwas bewegt sich auf euch zu. Wiederhole, irgendwas bewegt sich auf euch zu. Bereitet euch auf die Rückkehr zu. Ach, das ist scheiße. Ich kann nicht sehen. Wie weit sind wir von der... Es ist genau dort. Es ist genau dort. Fuck. Was macht jetzt weiter? Fuck. Der Aal bleibt zurück. Funkstille für 20 Sekunden. Alpha? Funkstille für 13 Sekunden. Alpha? Bravo. Foxtrot? Hört uns einer von euch? Oh, Gott sei Dank. Bravo, du musst lauter sprechen, wir können... Irgendwas zwischen euch und uns hat sich in der Seilwinde verheddert. Wir können... Es öffnet sein Maul. Es ist so dunkel. Da ist... Wo bin ich? Was? Barry, wie kann das sein? Ich hab doch den Dreck geschaufelt. Melanie, schwimm, verschwinde. Da ist nur Dunkelheit. Schwimm. Nur. Plötzlich entsteht Spannung in der Leine, die an der Stravinsky befestigt ist. Oh nein, Foxtrots Funkgerät wird still. Das Geräusch von Gestrampel ist durch die anderen beiden Funkgeräte zu hören. Foxtrot. Foxtrot. Alpha? Bravo? Sprecht zu mir. Bleibt ruhig. Was ist passiert? Es hat ihn gefressen. Fuck. Er ist weg. Es hat ihn im Ganzen verschlungen. Gottverdammt, Alpha, was machst du da? Alpha? Schneide die beschissene gottverdammte Leine, Alpha. Es zieht uns rein. Wer? Fuck. Komplette Funkstille für 30 Sekunden. Die Leine, an der Stravinsky befestigt ist, wird aus der Verankerung gerissen und verschwindet. Alpha, Bravo, hört ihr uns? Alpha, Bravo, hört ihr uns? Hier ist Bravo. Ich treibe in der Dunkelheit. Ich kann sehen, wie sich Formen durch den Nebel bewegen. Aber sie sind zu schwer zu erkennen. Ich habe meine Leine zerschnitten, Alpha nicht. Ich glaube, er ist weg. Ich sehe sein Licht nicht mehr. Bestätigt. Wir kommen um... Warte mal einen Moment. Lass mich kurz nachdenken. Erkenntnis. Wie funktioniert denn sein Gehirn nicht? Dein Gehirn kann keine Gedanken formen. Es tut weh. Es ist wie sterben und... Bravo, hast du deine Augen auf der Entität? Leute, sie ist in meinem Kopf. Eingerollt wie eine Schlange und irgendwas an ihr ist beißend. Sie sehen, direkt vor mir. Sie macht überhaupt nichts. Sie bewegt sich nicht. Hängt einfach nur mit offenem Maul rum. Ich glaube, sie ist mit Fressen fertig. Die Flüssigkeit sickert durch die Haut an seinem Kopf. Rund einen Meter von mir entfernt. Dieses Zeug nur anzusehen macht mich... Als ob der Raum sich dreht. Mir ist schlecht. Mein Kopf funktioniert nicht richtig. Da ist eine Missgeburt unter den Bodenbrettern und eine andere im Fleisch. Warte, das ist falsch. Das war nicht ich. Wer hat das gesagt? Nein, ich werde eine Probe nehmen. Warte kurz. Bravo, wir sind dabei, dir eine Crew zu schicken, um dich einzusammeln. Halt einfach durch. Oh nein, mach das nicht. Nicht. Man muss darauf trainiert sein, die Dinge, die ich fühle, nicht zu fühlen. Sonst kommen sie nicht hinein. Vielleicht ist das so oder so. Wer weiß. Es fühlt sich hier unten an wie das Ende der Welt, Freunde. Mein Herz ist gerade jenseits von Gut und Böse und ich glaube, ich sterbe. Einfach. Ich habe eine Probe. Ich befestige sie an einem dieser kleinen Ballons und lasse sie nach oben steigen. Ihr werdet sie später bergen können. Bringt nicht so viel Zeit in der Nähe von diesem Zeug. Es tut nichts. Eurem Geist. Es. Bravo? Ich glaube, ich sterbe. Ich weiß, dass ich sterbe.
das war's. Ich will nur weg von hier. Weißt du, es erscheint mir... Schickt nicht noch jemanden hier raus. Es ist so dunkel. Bravo. Die nächste halbe Stunde lang versucht die SCP-F Stravinsky ohne Erfolg, sich O9 Bravo zu nähern. Die Kommandostelle versuchte weiterhin mit O9 Bravo zu kommunizieren, aber Bravo wurde immer unverständlicher und schließlich komplett still. Bravos Funkgerät blieb für die nächsten 3 Tage aktiv und unregelmäßiges Atmen konnte durch dieses gehört werden, bis das Gerät seine Funktion einstellte. Anhang 3000.2 Azzak-Protokoll. Streng geheim. Offizielle Dokumentation der SCP Foundation 151 Hollister Azzak-Protokoll. Dieses Protokoll diktiert bestimmte Interaktion mit einer wahrnehmungsstörenden Entität der Klasse 8, SCP-3000, und unterliegt daher der Geheimhaltungsstufe 5-3000. Einleitung. Das folgende Dokument wurde in Zusammenarbeit von Forschern von Standort 29 und Standort 50 als auch in Standort 151 stationierten Wissenschaftlern ausgearbeitet. Einige Sektionen können zensiert sein, um Material höherer Geheimhaltungsstufen zu entfernen. Die Einhaltung dieses Protokolls wird von sämtlichen Standort 151 zugewiesenen Personal und auch vom der SCP-F Eremita zugewiesenen Personal gefordert. Kurzfassung. Das 151 Hollister-Azzak-Protokoll wurde entwickelt und implementiert, um eine Strategie für Handhabung der chemischen Verbindung Y-909 bereitzustellen, welches von SCP-3000 abgegeben wird. Protokollinformationen. Die Y-909-Verbindung, ursprünglich vom verstorbenen Dr. Adam Hollister entdeckt, ist ein integraler Bestandteil in mehreren modernen und experimentellen Amnesikum-Verbindungen. Insbesondere die folgenden Amnesika beinhalten nun eine veredelte Version der Y-909-Verbindung. Klasse A, 2016er Variante. Klasse D, 2016er Variante. Klasse E, 2016er Variante. Klasse X, 2017er Variante. Klasse XX, 2017er Variante. Experimentelle Verbindung der Azta-Klasse. Experimentelle Verbindung der Foster-Klasse. Experimentelle Verbindung der Ellipse-Klasse. Das Einbringen der Y-909-Verbindung hat eine merkliche Verbesserung der Stabilität und Langzeiteffektivität der umgenannten Amnesika aufgezeigt. Im Großen und Ganzen zersetzen sich Amnesika der Y-909, benutzen im Kühllager 78% langsamer als ihre Standardgegenstücke und bei Raumtemperatur 52% langsamer als ihre Standardgegenstücke. Zusätzlich zeigen Individuen, die unter Nutzung von Y-909 mit einem amnesischen Mittel behandelt wurden, eine merklich bessere Suggestibilität, Gedächtnisbereinigung und eine signifikante Abnahme zusätzlicher Nebenwirkungen, wie etwa Übelkeit, Erbrechen, Blasenbeschwerden, verschwommene Sicht, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Herzschäden und andere. Mit diesen Amnesika behandelte Individuen haben weniger Beschwerden bezüglich zudringlicher Erinnerungen als solche, die ohne Y-909 behandelt wurden. Einige Individuen, bei denen experimentelle Verbindungen eingesetzt wurden, klagen über keine zudringlichen Erinnerungen mehr, selbst nach der 5- und 10-Jahres-Grenze. Aufgrund der Effektivität der Behandlung unter Zugabe von Y-909 ist die fortgesetzte Einbringung der Verbindung für die moderne Verabreichung von Amnesika durch die Foundation essentiell. Wegen der Abhängigkeit von der fortgesetzten Nutzung von Y-909 ist es für die absehbare Zukunft notwendig, es einzusammeln, da bisher noch keine synthetische Version der Verbindung entdeckt wurde. Aus diesem Grund diktiert dieses Protokoll die Art und Weise, auf die diese Verbindung von SCP-3000 aufzunehmen ist und die Art und Weise, mit der Personal mit SCP-3000 zu interagieren hat. Weiter unten ist ein kurzer Rahmenplan der Prozedur und detailliertere Informationen können aus der kompletten Azzak-Anweisung entnommen werden.
Mitglieder von MTF Epsilon 20, Night Fishermen, zu Deutsch Nachtfischer, haben ein Subjekt zur Ablieferung am Futterplatz vorzubereiten. Ein individuelles D-Klasse-Subjekt ist zu sedieren und mit einem Hochdruck-Tauchanzug auszustatten. Das Subjekt ist dann an einem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug in die Luftschleuse auf Achtern anzuleihen. Die Luftschleuse ist zu fluten und das Subjekt ist mit dem Unterwasserfahrzeug zum Futterplatz zu ziehen. Beim Erreichen des Futterplatzes hat das Fahrzeug die Leine zu entkoppeln und zur Eremita zurückzukehren. Während dieser Phase sollte die SCP-F Eremita SCP-3000s Position überwachen und den Kurs korrigieren, wenn die Entität anfängt, sich vom Futterplatz zu entfernen. Die Missionskontrolle wird während dieser Phase, wenn nötig, weitere Instruktionen ausgeben. Personal an Bord der SCP-F Eremita hat SCP-3000 während der Fütterung zu überwachen. Während dieser Zeit ist es keinen Mitarbeitern gestattet, die Eremita ohne Autorisierung der Missionskontrolle zu verlassen. An einem Punkt nach dem vollständigen Verzehr der Beute wird SCP-3000 anfangen, Y-909 nahe der vordersten Sektion seines Körpers abzugeben. Spezialisierte Teams von Tiefseetauchern haben die SCP-F Eremita durch die Luftschleuse auf Achtern zu verlassen und sich SCP-3000 zu nähern. Das Einsammeln von Y-909 muss während SCP-3000s Verdauungsphase stattfinden, von der zurzeit angenommen wird, dass sie rund 2,5 Stunden andauert. Die Teams müssen vor dem Ende dieser Phase wieder zum Schiff zurückkehren. Während der Phase sind die typischen Effekte von SCP-3000 weniger stark. Allerdings sollte die Kommandostelle des Teams weiterhin auf Wahrnehmungsschäden hin überwachen. Nachdem das Einsammeln von Y-909 abgeschlossen ist, hat das Personal die gesamte Substanz in Sicherheitscontainer zu füllen, bevor es zur Oberfläche zurückkehrt. Der Missionsadministrator an Bord der Eremita hat die Substanz während des Transports zu überwachen. Anhang 3000.3 Psychologische Beurteilung. Anmerkung. Am 2009 versuchte Stufe-3-Forscher Venkat Raman Krishnamurti die Luftschleuse der Eremita ohne Tauchausrüstung zu verlassen, wurde aber schnell gefesselt und das Fluten der Luftschleuse wurde abgebrochen. Obwohl er einen KWW von 26 besaß und vor seiner Zuweisung zur Eremita weder Anzeichen von Depressionen gezeigt noch Selbstmordversuche unternommen hatte, wurde Krishnamurti vom ärztlichen Personalpsychologen Dr. Anand Manava interviewt, um ein besseres Verständnis von SCP-3000s potenziellen Effekten auf seine Psyche zu erhalten. Hi, Venkat. Wie fühlst du dich? Ungut. Das habe ich gehört. Möchtest du über das reden, was heute passiert ist? Wir müssen nicht, wenn du nicht willst. Wir können über etwas anderes reden. Ich bin erschöpft, Anand. Ich verstehe. Dieser Auftrag ist für uns alle Stress. Es ist es nicht, nein. Es ist nicht der Stress. Ich habe das vorher schon mal gemacht. Ich war auf... Ich... weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Das hast du. Ich kann mich nicht daran erinnern. An nichts davon. Ich kriege diese kontextlosen Gefühle, als ob mein Körper auf Reflexe reagiert, von denen er nicht weiß, dass er sie hat. Alles ist so losgelöst und der Versuch, es zusammenzuhalten, ist... Ich bin einfach erschöpft. Wann hast du angefangen, dich so zu fühlen? Wie lange war ich hier unten? Ich erinnere mich nicht. Ich weiß nicht wann. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich wünschte, ich könnte dir mehr als das erzählen, aber ich habe nichts. Ich schaue zu diesem Platz in meinem Verstand und da ist etwas anderes da. Oder manchmal überhaupt nichts. Was meinst du mit etwas anderem? Ich habe anderer Leute Träume geträumt, Anand. Ich sehe Gesichter, die ich nicht erkenne, Orte, an denen ich nie gewesen bin. Oder vielleicht war ich. Ich weiß es nicht. Wie kann ich wissen, was real ist und was nicht, wenn ich meinem eigenen Verstand nicht trauen kann? Nun, vielleicht kann ich dir dabei helfen, Venkat. Wir können die Dinge durchsprechen, von denen du glaubst, dass du sie vergessen hast, und ich kann... Versuch nicht, mich zu ermutigen. Ich weiß, dass du es gefühlt hast, Anand.
Dein Geist wird vernebelt. Teile deiner selbst entgleiten dir. Deine Erinnerungen fangen an zu verblassen, bis sie schließlich fort sind oder schlimmer, ersetzt. Du siehst Vergangenheiten, die nicht deine eigenen sind. Erfahrungen, die du nie gemacht hast. Du fängst an, zu anderen Menschen zu werden oder überhaupt niemandem. Venkat, bitte. Ich versuche doch nur, dir zu helfen. Kennst du überhaupt meine Arbeit von bevor wir uns getroffen haben? Wo ich gerade daran denke, ich erinnere mich nicht mal mehr, wie wir uns getroffen haben. Ich kenne deinen Namen, weiß, dass du ein Psychologe bist, aber sind wir Freunde? Sind wir Brüder? Ich weiß nicht, woher ich dich kenne. Wir arbeiten zusammen, das weiß ich. Das habe ich noch, aber andere Sachen, die kommen und gehen. Ich weiß nicht, ob ich verheiratet bin oder Kinder habe. Anmerkung. Dr. Krishnamurti war zweimal verheiratet, woraus 2 Söhne und 3 Töchter hervorgingen. Ich verstehe. Und das ist davon nicht mal das Schlimmste. Ich weiß, dass es mit mir passiert ist. Ich weiß, dass mein Geist auseinanderfällt. Aber da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das sich erhebt aus dem Rauch meines glimmenden Verstands. Dieser Aal. Der Aal? Ich kann mich nicht an meine Mutter erinnern. Ich kann ihre Stimme hören, aber ich kann mich nicht an ihr Gesicht erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie sie roch oder wie sie... Aber ich erinnere mich daran, wie sie mir von den Göttern erzählt hat. Es gibt da einen Gott namens Anantashesha. Eine Schlange, der König der Schlangen. Es wird gesagt, er läge im Kosmos unter Vishnu. Ein 6-köpfiger Schlangengott. Ist das was? Das kenne ich. Ah, natürlich, es tut mir leid. Ich vergaß. Ich weiß nicht mehr viel, aber ich erinnere mich daran, dass sie mir sagte, dass Anantashesha nach dem Ende verbleiben würde. Dass er auf die Dunkelheit nach dem Ende der Zeit blicken würde. Sie sagte, dass wenn das Licht des Universums erloschen wäre, dann würde alles, was bleibt, Anantashesha sein. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich mein ganzes Leben lang für die Foundation gearbeitet. Ich habe hart gearbeitet, um mir einen Namen und einen Ruf zu machen und habe alles getan, um etwas zu hinterlassen. Irgendwas. Irgendetwas, das sagt, dass ich da war, aber... Was ist? Ich glaube, dass SCP-3000 Anantashesha ist. Ich glaube, dass diese geistige Verwirrung, dieser Verrat an der Wahrnehmung kommt daher, dass wir uns in der Gegenwart eines Gottes befinden. Nicht einfach irgendeines Gottes, sondern eines Gottes, der in der ganzen Zeit existiert. Überall zugleich und sogar jenseits davon. Vielleicht ist ein Teil des Nichts jenseits der Grenzen der Zeit auch ein Teil von Anantashesha. Vielleicht fungiert er als eine Art Leitung, eine Art von... Venkat, bitte. Wir sind Wissenschaftler. Nein, lass mich ausreden. Trotz des Nichts, das nach all dem hier kommt, gibt es Anantashesha. Es besteht die Chance, dass meine Erinnerungen fortbestehen können, dass sich an mich erinnert wird, wie an diese Erinnerungen, die ich selbst gesehen habe. Ich habe keinen Beweis dafür, aber als ich ihm in die Augen gesehen und erblickt habe, was er mir zeigte, da bekam ich Angst. Ich bin lediglich ein unbedeutender Mann, Anand. Das war eine Furcht, die ich mich über die Jahre hinweg geweigert habe anzuerkennen. Eine Furcht vor der Irrelevanz, dass niemand weiß, wer ich bin, wenn ich sterbe. Furcht davor, vergessen zu werden. Furcht davor, dass mein Leben bedeutungslos ist. Furcht davor, allein zu sein. Furcht davor, zu sterben. Da war ein Grauen in mir, mit dem ich nicht umgehen kann, Anand. Ich werde dich nicht anlügen und dir sagen, dass mir der Schlund der Nager nicht auch Angst einflößt, aber ich habe mich zwischen dem hier und der unendlichen Dunkelheit, in die ich geblickt habe, entschieden. Anhang 3000.4. Zwischenfall Video und Tonaufzeichnung. Nach 2 Tagen der Isolierung in einer Arrestzelle an Bord der Eremita wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Aztag-Protokolls der Befehl erteilt, Dr. Krishnamurti aus der Haft zu entlassen. 3 Stunden nachdem Dr. Krishnamurti entlassen worden war,
ereignete sich der folgende Zwischenfall. 2 Uhr 19 und 33 Sekunden. Krishna Moorthy steht vor dem Eingang zur auf Achtern liegenden Luftschleuse der Eremita. Das Subjekt steht abgewandt vor der ihm nächsten Kamera. 2 Uhr 19, 58. Annäherungsalarm wird ausgelöst. Die Außenflutlichter aktivieren sich. SCP-3000 ist noch immer nicht sichtbar. Die Kommandostelle wird in Alarmbereitschaft versetzt und die Turbinen der Eremita starten, um Ausweichmanöver bereit zu sein. 2 Uhr 20.06. Krishna Moorthy wird vom Annäherungsalarm erschreckt und beginnt furchtbar panisch zu werden. Subjekt fährt damit fort, auf den Eingang zu starren. Subjekt dreht sich kurz der ihm nächsten Kamera zu und scheint zu weinen. 2 Uhr 20.21. Krishna Moorthy nähert sich langsam der Luftschleuse und öffnet das Luftschleusentor. Subjekt betritt die Luftschleuse und das primäre Zugangstor verschließt sich hinter dem Subjekt. 2 Uhr 20.57. Die innere Luftschleusenkamera zeigt Krishna Moorthy, wie er für 2 volle Minuten unbewegt auf das äußere Luftschleusentor starrt. Nach 2 Minuten fällt das Subjekt zu Boden. 2 Uhr 21.15. Alle Kameras werden erschüttert, als die Primärturbinen hochfahren. SCP-3000 ist auf dem Radar sichtbar und nähert sich der SCP-F Eremita. SCP-3000 ist auf den Außenkameras nicht sichtbar. 2 Uhr 26.37. Krishna Moorthy steht auf und nähert sich dem Tauchanzugschrank. Subjekt zieht einen Hochdruck-Tiefseetauchanzug an und geht dann zur Außentorsteuerung. Subjekt aktiviert die Außentorentriegelung. Die Sicht der Kamera in der Luftschleuse wird durch hereinströmendes Wasser verdeckt. 2 Uhr 27.14. Sekundäralarm wird wegen Luftschleusenöffnung ausgelöst. Personal auf der Kommandobrücke versucht die Luftschleuse zu schließen, aber Krishna Moorthy hat die Schleuse bereits verlassen. 2 Uhr 27.48. Krishna Moorthy hängt hinter der Achtersektion der Eremita im Wasser, erleuchtet durch die Außenflutlichter. Subjekt ist bewegungslos. 2 Uhr 28.11. SCP-3000 kommt langsam aus der Dunkelheit. Krishna Moorthy bleibt regungslos. 2 Uhr 28.29. Die Außenkameras werden erschüttert, als die Eremita rückwärts auf Krishna Moorthy zufährt. Rettungsteams haben sich in der Luftschleusenkammer versammelt. 2 Uhr 28.52. SCP-3000 nähert sich Krishna Moorthy. Sein Maul beginnt sich zu öffnen. Die Eremita lässt die Signalhörner ertönen, aber weder SCP-3000 noch das Subjekt scheinen das zu bemerken. 2 Uhr 29.09. SCP-3000 bewegt sich direkt über Krishna Moorthy. Subjekt scheint hinauf in den nun vollständig geöffneten Kiefer von SCP-3000 zu blicken. Die Eremita beginnt mit den äußeren Flutlichtern zu blinken. Anand, ich lag falsch. Gott, rette mich! Es ist nicht! 2 Uhr 29.21. SCP-3000 stößt herab und verzehrt Krishna Moorthy rasch. 2 Uhr 29.45. SCP-3000 verschwindet in der Dunkelheit und ist nicht länger auf den Außenkameras sichtbar. Rettungsteams werden zurückgerufen. Crew beginnt mit der Ausführung des Aztag-Protokolls. Anhang 30005. Persönliches Tagebuch von Dr. Manava. Anmerkung: Beim Folgenden handelt es sich um Auszüge aus den persönlichen Tagebüchern von Dr. Anand Manava. Dr. Manava hat während seines Aufenthalts mehrere Tagebücher geführt und angegeben, dass dies von Vorteil ist, um die Psychologie und Gedächtnis beeinflussenden Eigenschaften von SCP-3000 entgegenzuwirken. 23.09.2009. Ich komme, um Venkat zu begraben, nicht um ihn zu loben. Psychologisch betrachtet ist die Beeinflussung des Gedächtnisses, wie er sie erlebt hat, für niemanden eine angenehme Erfahrung. Ich sollte nicht überrascht sein, dass er sich dafür entschieden hat, sich von dem ständigen Rumgefusche an seine Erinnerungen zu erlösen. Schließlich ist es wirklich beängstigend.
Über seine Effekte unterrichtet worden zu sein, ändert nichts an der Tatsache, dass ich sämtliches Personal, mich mit eingeschlossen, ständig im Auge behalten und in der Realität verankern muss. Man verlangt jetzt von mir, dem O5-Rat und Standortdirektor Knox, einen kompletten psychologischen Bericht vorzulegen, in dem steht, was schiefgelaufen ist, warum ein Mitarbeiter Selbstmord begangen hat und in dem vollständig analysiert wurde, was man tun kann, um sowas in Zukunft zu verhindern. Der wird dann geprüft und anschließend werden neue Maßnahmen ergriffen, um so eine Farce in Zukunft zu vermeiden. Er war schon immer religiöser, als ich es war. Genau am Ende seines Lebens kam er auf Anantashesha, einen primordialen hinduistischen Schlangengott, und faselte von der Ewigkeit. Ich werde die Legitimität seines Glaubens und seiner Behauptungen nicht in Frage stellen, aber das hier ist ein ziemliches Rätsel und ich glaube, ich sollte mich glücklich schätzen, dass dieser Auftrag hier wesentlich harmloser ist als die, die ich vorher hatte. Ich glaube nicht, dass das hier ein mythischer Aal ist. Anormal, das schon, aber nicht wirklich so besonders. Schon komisch, ich habe die letzten 30 Jahre damit verbracht, alles zu verdrängen, was mir mein Vater über den Hinduismus beibringen wollte. Und nun bringe ich mein Hirn aus, um mich an irgendwas zu erinnern, das er darüber zu sagen hatte. Ich würde gerne behaupten, es wäre wegen des Aals. Aber wenn ich ehrlich mit mir bin, habe ich einfach versucht, seine Lehren zu vergessen. Vielleicht nicht zu Anfang, aber mit Sicherheit am Ende. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie er ausgesehen hat. Aber ich erinnere mich daran, wie wütend er wurde, wenn ich mich nicht an die Namen meiner Großeltern oder Großonkel erinnern konnte. Er versuchte verzweifelt, seine Kultur zu erhalten. Und ich tat alles, was in meiner Macht stand, um ihm zu trotzen. Auf seinem Sterbebett flehte er mich an, nach seinem Tod die traditionellen letzten Riten durchzuführen. Er schrieb sogar die Anweisungen nieder, aber ich war so wütend, dass ich sie vor seinen Augen zerriss. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wieso. Die einzigen Erinnerungen, die ich habe, sind, was er mich fühlen ließ. Er verbrachte fast 20 Jahre mit dem Versuch, unser Erbe weiterzugeben. Und alles, was ich jetzt habe, sind Wut und Hass und Reue. 30.09.2009. Standortdirektor Knox hat heute Morgen die Belegschaft für eine kurze Andacht versammelt. Nach einer kurzen und lakonischen Trauerrede nahm er mich beiseite und sagte mir, dass wenn Karts Ersatz in ein paar Wochen kommt und dass seine Besitztümer, die jetzt Eigentum der Foundation waren, wahrscheinlich einfach entsorgt werden würden, da er keinen Kontakt mit seiner Familie hielt. Der Direktor gab mir zu verstehen, dass wenn ich ein oder zwei Dinge von ihm behalten wollte, mich jetzt darum kümmern sollte. Sein Büro war relativ unscheinbar. Sein bequemes, gequetschtes Stuhlkissen, einige Bürospielzeuge und jede Menge Bücher über Meeresbiologie, die ich vermutlich irgendwann mal lesen sollte. Das Einzige, was ich an mich nahm, war eine Statue von Ganesh, die am Fenster stand. Nicht ganz sicher warum, aber er sitzt jetzt auf dem Bücherregal neben einem Bild von mir, meiner Frau und meiner Tochter auf einer Terrasse an einem See. Es war eine ziemlich unbeachtliche Reise zu irgendeiner Touristenfalle in Lucknow, aber das hier ist wirklich eines unserer gelungensten Fotos. Wir gehen morgen wieder runter. 11.11.2009. Alle Deklässler haben es diese Woche hinbekommen, sich zu benehmen. Was gut ist. Abgesehen von der Routinedepression und dem Erinnerungsverlust durch die Einwirkung von SCP-3000 war alles in Ordnung. Manchmal bin ich etwas neidisch auf sie. Alles, was sie wissen, ist, dass sie schmieriges Zeug von irgendeinem großen Aal abschöpfen. Sie wissen nichts von seiner Wichtigkeit oder warum es unerlässlich ist, dass sie ihn einsammeln und wie sehr es uns hilft. Bei der psychologischen Division für das ATSAC-Projekt ist eine der rettenden Gnaden natürlich die Kenntnis über seine potenziellen Effekte. Mir ist bewusst, was mit meiner Psyche passiert. Ich weiß, dass ich Erinnerungen habe, die mir genommen werden. Stücke, die genau in diesem Moment verschwinden. Ich erinnere mich an Bilder eines jungen Mannes auf einem Fahrrad vor einem Schulhoftor. Sah aus, als wären es die 80er, als ich in Singapur war. Er lachte. Was ich aber nicht weiß ist, war dieser Mann ein Freund, ein Geliebter, ein Sohn, ein Familienfreund, wer dieser junge Mann ist. Vielleicht Italiener? Oder vielleicht Australier? Vielleicht ist es überhaupt keine liebgewonnene Erinnerung. Ich habe mir wieder die Ganesh-Statue und das Foto von meiner Familie angeschaut. Es ist wirklich schade, ich habe tatsächlich fast alles vergessen, was ich mit ihnen gemacht habe.
Ich habe mit dem Versuch begonnen, einige hinduistische Gedichte und Lieder zu lernen. Bin losgegangen und habe mir eine Ausgabe der Veda besorgt. Aber ich kann mir die Zeilen nicht richtig merken. Ich habe über das nachgedacht, was Venkat mir erzählt hat, bevor er verstarb. Seine tief, tief sitzende Furcht vor der Mittelmäßigkeit. Unfähig, sich aus dem Meer aus Menschen zu erheben, die auf der Erde wandeln. Er hat über Jahre hinweg für die Foundation gearbeitet und auch, wenn er nicht zu den bekanntesten und häuslichsten Personen gehörte, er war nicht wirklich unbekannt. Er war der führende Meeresbiologe der Foundation, der Tausendsassa für alles Aquatische und wirklich hochgeschätzt. Ich bin über seinen Neid, ehrlich gesagt, überrascht. Er war nie der auffällige und bombastische Typ und ich hätte nie gedacht, dass er Ruhm und Anerkennung wollte. Vielleicht fürchtete er sich wirklich davor, dazu verdammt zu sein, in der Mittelmäßigkeit festzuhängen. Vielleicht erinnerte ihn die Stille an diesem Ort an etwas Schlimmeres. Nachtrag 3000.6. Memorandum zur Aztag-Vorgabe, klassifiziert als Stufe 5-3000. Einige Neuzugänge hatten Fragen zu unserer Arbeit hier, also habe ich das hier geschrieben, um die meisten davon zu klären. Falls weitere Fragen bestehen, können Sie gerne mein Büro kontaktieren. Das Aztag-Protokoll ist eine Methode zur Gewinnung und Verarbeitung der Y909-Verbindung. Das ist eine dicke, brackige, graue Flüssigkeit, die SCP-3000 als Teil seines Stoffwechsels abgibt. Wir kennen die genaue Methode, mit der es das tut, nicht, aber wir haben einige Ideen und keine von denen sieht für uns gut aus. Anfänglich haben wir gedacht, es würde bluten. Das erste Team, das wir runtergeschickt haben, damit es sich SCP-3000 ansieht, nahm Blutproben zur Untersuchung. Als SCP-3000 sie angriff, verspeiste und anschließend mehr von der Substanz produzierte, wurde uns klar, dass wir hier etwas völlig anderes vor uns hatten. Es ist definitiv kein Blut. Es ähnelt mehr einem Brei aus Prionen. Es ist extrem giftig und viel Zeit in der Nähe dieses Zeuges zu verbringen, hat einen Haufen der Effekt zur Folge, die auch die Gegenwart von SCP-3000 nach sich zieht. Paranoia, Erinnerungsverlust, Suizidgedanken etc. Das Raffinieren des rohen Y909 oder der Aalmarmelade, wie die Verarbeiter es nennen, erlaubt uns, Amnesika herzustellen, die effektiver sind als alle, auf die wir in der Geschichte dieser Organisation zugreifen konnten. Da liegt nun ein ethischer Dilemma. SCP-3000 erzeugt Y909 nur nachdem es gefressen hatte. Und es frisst nur Menschen. Erinnern Sie sich daran, als ich erwähnte, dass wir einige Ideen dazu hätten, wie es das macht? Einige Biologen haben die Theorie aufgestellt, dass SCP-3000 alles zersetzt, was intelligente Lebewesen intelligent macht, und es dann durch irgendeinen Teil seiner Haut filtert. Der verbleibende Äther ist dann das, was wir einsammeln. Wollen Sie was wirklich Abgefucktes wissen? Wir haben Röntgenaufnahmen von diesem Ding gemacht, haben versucht herauszukriegen, was in ihm vorgeht. Es ist voll mit toten menschlichen Körpern. Es verdaut sie überhaupt nicht. Es tut irgendwas anderes mit ihnen. Und das Endresultat ist Y909. Als wir zum ersten Mal Y909 in unserem Amnesika-Programm eingesetzt haben, haben wir versucht, es zu synthetisieren. Wir haben etwas gekriegt, was an dem, was wir haben wollten, nah dran war. Y919. Aber die Nebenwirkungen waren katastrophal. Die Amnesika funktionierten. Wir konnten Leute dazu bringen, Ereignisse und Leute zu vergessen und so weiter. Aber sie fingen an, auch andere Sachen zu vergessen. Der geistige Verfall breitete sich rapide aus, bis nichts mehr da war. Und dann starben sie. Ein paar von den Forschern dachten, wir könnten in der Lage sein, herauszufinden, wie man die Intensität der Nebenwirkungen reduzieren könnte. Aber die Kosten für die Fortsetzungen der Versuche wären astronomisch gewesen und daher wurde das Programm eingestellt. Es ist kein Geheimnis, dass das Wirttun abscheulich ist.
Das Ethikkomitee, das Klassifikationskomitee, sie alle suchen nach Wegen, um das hier tolerierbar zu machen, als es ist. Aber die nackte Wahrheit ist, wenn wir weiter moderne Amnesika benutzen wollen, dann brauchen wir Y909. Wenn wir Y909 brauchen, dann müssen wir D-Klässler an SCP-3000 verfüttern. Andernfalls müssten wir in die metaphorisch düsteren Zeiten zurückkehren, wo wir Leute mit Opiaten und Chloroform amnestiziert haben. Die gute Nachricht ist, wir entwickeln gerade ferngesteuerte Unterwasserdrohnen, die dazu imstande sein sollten, unseren Tauchteams die Aufgabe des Rohmaterialsammels abzunehmen. Das wird jede Wahrscheinlichkeit für tödliche Unfälle, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, ausmerzen. Und es ist ein guter erster Schritt. Für alles andere müssen wir auf die Zukunft hoffen. Nox. Nachtrag 3000.7. Persönliches Tagebuch von Dr. Manava. Anmerkung. Das Folgende ist der komplette Text einer Seite, geschrieben von der Hand Dr. Manavas, welche aus einem Tagebuch herausgerissen und auf seinem Nachttisch deponiert worden war. Undatiert. Ich habe einen merklichen Teil meiner Zeit während dieses Auftrags, die grundlegenden Effekte zu verstehen, versucht, die ein Individuum durch die Einwirkung einer wahrnehmungsstörenden Gefahr der Klasse 8 erfährt. Ich habe zahlreiche Interviews mit Mitarbeitern durchgeführt, eine große Menge an psychologischen Berichten geschrieben, aber ich war nicht in der Lage herauszufinden, was an dieser Kreatur einen geistig kerngesunden Mann aus dem Tor einer Luftschleuse und in den Schlund eines Aals treibt. Anfang dieser Woche, als ich meine Notizen für einen weiteren Bericht ordnete, warf ich versehentlich das Foto von mir, meiner Frau und meiner Tochter von meinem Nachttisch herunter. Das Glas zersplitterte, als es auf den Boden auftraf, und das Bild fiel heraus. Während ich aufräumte, bemerkte ich, dass etwas auf die Rückseite des Bildes geschrieben worden war. Dort stand Anand, Shanti and Padma, Juni 2002. Aber das war nicht meine Schrift. Es war die von Venkat. Ich war demgegenüber ratlos. Warum würde Venkat auf die Rückseite von einem meiner Bilder schreiben? Ich dachte mir zu der Zeit nur wenig dabei, räumte die Unordnung auf und wandte mich dann anderen Dingen zu. Aber diese Frage hakte sich in mir fest. Es war eine kleine Sache, einfach erklärt mit einer Vielzahl von Möglichkeiten, aber ich konnte das Gefühl der Ungewissheit nicht abschütteln. Erst letzte Nacht erfasste mich ein grauenvoller Gedanke, ein, über dem ich nicht einschlafen konnte. Ich griff auf die Foundation-Personalarchive zu und wurde einer Wahrheit gewahr, die ich nicht verarbeiten kann. Shanti war Venkats erste Frau. Padma war seine Tochter. Die Aufzeichnungen sind eindeutig. Das Leben, an das ich mich erinnere, die Erfahrungen, von denen ich mir sicher war, dass ich sie mit ihnen gesammelt hatte, waren Erlebnisse und Erinnerungen von Venkat, nicht mir. Ich war nie verheiratet und ich habe keine Kinder. Selbst jetzt kann ich meine Frau vor meinem geistigen Auge sehen, ihr Gelächter hören, ihr Haar riechen. Aber jetzt weiß ich, dass es Venkat ist, durch die ich sie sehe, nicht ich. Das Grauen dieser Erkenntnis wurde durch das seltsame Gefühl der Bedrohung ersetzt. Ich habe herausgefunden, was der Aal tut. Irgendwas an ihm, irgendein versteckter Teil an seiner Schöpfung hasst Erkenntnis. Er zersetzt den menschlichen Verstand und verstreut den Teil von uns, von dem wir glauben, dass er die Seele ist, bis nur noch all das bleibt, was wir wirklich sind. Elektrische Signale, die eines Tages inert werden. Wenn sogar ich mich nicht an mich erinnern kann, wie kann ich dann annehmen, dass sich jemand anderes an mich erinnert? Ich habe mein eigenes Leben vergessen. Und ich bin merkwürdig apathisch ob dieser Offenbarung. Ich werde in der Finsternis verblassen, wie es schon Tausende vor mir getan haben und wie es Tausende nach mir tun werden. Niemanden wird es kümmern, wenn ich vergessen werde. Ich verzweifle nicht nur um meiner selbst willen, sondern wegen uns allen. Du und ich, wir werden alle die Auslöschung erleben. Ich bin nicht wichtig, du bist nicht wichtig. Gewaltige Tropfen der Irrelevanz, die sich im Meer der Zeit zu Äonen strecken.
Wir mögen dagegen kämpfen, aber unser Feind ist die Unabwendbarkeit. Ich glaube nicht, dass der Aal Anantashesha ist. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, wenn er es wäre. Was mir jetzt, wo ich auseinanderfalle, klar wird, ist nicht, dass dieser Aal irgendeine mythologische Kreatur oder eine göttliche Schlange ist. Vielleicht ist es nur ein primitives Wesen, das sich uns entzogen hat, keine bösen Absichten hegt. Vielleicht ist es doch eine primordiale Gottheit, die unter ihrer Haut mit Groll gefüllt ist. Der Aal ist nicht der Vorbote meines Verhängnisses oder des Untergangs der Menschheit. Der Aal ist nicht das Ende aller Dinge. Er zeigt uns nur, wie das Ende aussieht. Und entgegen allem, an das wir glauben mögen, jedem Ideal, dem wir uns verschreiben, oder der Vorsehung, für die wir beten, ich glaube, so viel trifft für alle von uns zu. Unser Ende wird ein Vergessenes sein. Anmerkung: Dr. Manava wurde später regungslos in der Nähe der Luftschleuse gefunden. Die gefundenen Beweismittel lassen den Schluss zu, dass Dr. Manava den an Bord befindlichen Stauschrank aufgebrochen und eine große Menge an Rom Y-909 eingenommen hatte. Dr. Manava wurde von der Eremita geschafft und verbleibt zur Untersuchung im Standort 151. Persönliche Auswertung. Hallo, ihr Verrückten, und herzlich willkommen zur Auswertung von SCP-3000. Erst einmal sollte schon der Fall eingetroffen sein, denn ich spreche hier aus der Vergangenheit zu euch und ich mittlerweile die 100.000 Abos haben, möchte ich an dieser Stelle nochmal Dankeschön sagen. Alle, die abonniert haben, und solltet ihr das hören und noch nicht abonniert haben, dann werdet ein Teil von dieser sehr großen, sehr freundlichen und verrückten Community. Damit unterstützt ihr natürlich mein Kanalwachstum und sorgt auch dafür, dass andere meine Videos sehen. Und es gibt sehr viele, die schon seit sehr vielen Jahren mich abonniert haben und immer noch da sind. Und ganz besonders denen möchte ich danke sagen, dass ihr mit mir durch alle Hochs und Tiefs gegangen seid, in eurem wie in meinem Leben. Und ja, und jetzt haben wir es geschafft. Es ist total verrückt. Also, wenn wir es geschafft haben, vielleicht habe ich am Montag auch noch nicht die 100.000. Mal gucken. Ich wollte auf jeden Fall noch ein anderes Special vorbereiten, aber das wird wohl, glaube ich, noch ein paar Tage dauern. Nun, okay. Kommen wir nun endlich zur Auswertung von SCP-3000 oder auch SCP-3000. Ganz am Anfang möchte ich sagen, es ist kein Zufall, dass so eine schöne lange Akte mit so vielen Logs und so einem unheimlichen Thema und vor allem auch wichtigen für die Foundation so eine markante Zahl hat. Es gab mal einen Wettbewerb. Und die gibt es wohl hin und wieder, da werden halt die Plätze für die guten Zahlen vergeben. Dann kann man Artikel einreichen und alle können abstimmen, welcher Artikel diese Zahl bekommt. So ist es bei Bigfoot, glaube ich, auch gewesen. Und SCP-3000 ist ja auch eine schöne Zahl und da gab es eben mehrere Artikel. Es gibt noch andere Artikel, die auch nominiert waren für SCP-3000. Aber dann zum Beispiel SCP-3008 wurden quasi verloren. Das ist auf jeden Fall der Gewinnerartikel und ich muss sagen, es könnte tatsächlich meine Lieblings-SCP werden. Und vielleicht ist es ja eure auch schon, ihr habt euch auch schon darauf gefreut. Ich finde es ultra spannend. Und ja, bevor wir anfangen, ihr habt am Anfang gehört, es ist die Objektklasse Taumiel. Und ich glaube, eine Taumiel-Klasse hatten wir bisher noch nicht. Ja, wir haben ja sonst immer sicher Euklid und Keter. Und das bedeutet eigentlich, wie die Entität oder der Gegenstand eingedämmt wird. Denn das ist ja die Aufgabe der Foundation. Es ist nicht die Aufgabe der Foundation, sie zu untersuchen, sondern in erster Linie zu schützen. Einzudämmen und zum Beispiel vom Umfeld zu schützen, das Umfeld vor ihr zu schützen. Und wenn es nur ein Stück Papier ist, das irgendwo rumliegt und keine Reaktion zeigt und man es einfach theoretisch in einen Schrank packen kann, dann ist es sicher. Euklid ist es schon, wenn es immer mal so reagiert, spontan. Und Keter ist, wenn es absolut nicht vorhersehbar ist, wie es reagiert. Also es hat einen freien Willen und es könnte auch jederzeit ausbrechen oder versuchen auszubrechen. Darum müssen die Sicherheitsvorkehrungen eben dementsprechend angepasst werden. Es gibt noch mehr Gruppen. Es gibt noch Apollyon
dass es dann überhaupt nicht eindämmbar ist und das sehr schreckliche Konsequenzen haben wird für alle, für die Welt, für die Dimension, wenn es vorhat, uns zu schaden. Und es gibt noch Archon oder so, oder Archon, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Da kann man die Sachen eindämmen, aber man sollte sie nicht eindämmen. Das wäre nicht gut. Wir gucken uns das irgendwann nochmal im Einzelnen an. Und ich meine, dass der Archivar vom SCP-Archiv die einzelnen Klassen auf seinem Kanal auch mal erklärt hat. Und ja, er kommt bald wieder. Gebt ihm noch ein bisschen Zeit. Okay, nun gucken wir uns die Akte an. Also, es ist eine super schöne lange Akte mit sehr vielen Logs und ich hoffe, euch hat die auditive Umsetzung auch gefallen. Ich fand es ganz toll und es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch noch an alle Sprecher. Wir haben einen riesigen Aal oder eine moränenartige Kreatur dort unten. Wobei der Kopf allein schon 2 Meter groß ist und der Körper mehrere Kilometer lang. Diese Kreatur bewegt sich gar nicht. Nur ganz selten. Nur zum Fressen. Und es scheint nur Menschen zu fressen. Es frisst nichts anderes, wie wir ja später erfahren haben. Aber wenn Menschen in der Nähe sind, dann verschlingt es die. Aber verschlingen ist wahrscheinlich auch das bessere Wort, anstatt fressen, denn die Menschen werden nicht verdaut. Es wurden Röntgenuntersuchungen gemacht, um herauszufinden, was passiert mit den Opfern. Aber die sind einfach in dem Körper und niemand weiß, was dort passiert mit denen. Und wenn die Menschen nun verschlungen wurden, sondert die Kreatur eine Flüssigkeit durch die Haut aus, die eingesammelt werden kann. Und wie sie liebevoll Aalmarmelade genannt wird. Und dieses Zeug ist das beste Amnesikum, das die Foundation hat. Das Beste. Und dafür nutzt es das auch. Ja, die Foundation kann es nicht rechtfertigen, warum sie immer mal wieder D-Klasse-Personal runterschickt und sie opfern. Aber sie tun es, um dieses Amnesikum zu bekommen. Sie setzen eben das Leben eines Menschen weit niedriger an als zum Beispiel die Verschleierung und öffentliche Sicherheit dementsprechend für alle Menschen. Nun, ich muss sagen, das ist einer der interessantesten Faktoren in dieser Akte und erklärt sehr viel, wie die Foundation arbeitet und denkt. Ja, an oberster Stelle steht immer das Eindämmen und dafür müssen Opfer gebracht werden, indem zum Beispiel Menschen geopfert werden, damit man dieses Amnesikum herstellen kann, um andere SCP-Entitäten zu schützen oder die Sicherheit zu wahren. Total verrückt. Der Gedanke, dass dort unten tief im Wasser so eine riesige Kreatur lauern könnte, ist für mich ultra beängstigend. Ich fürchte mich vor tiefen Gewässern und vor Kreaturen im Wasser. Am liebsten mag ich geklortes, durchsichtiges Wasser, wo ich den Grund sehen kann. Und deswegen muss ich sagen, hat mir die Akte doch schon den ein oder anderen Schauer gemacht. Es gibt richtig viele Fanarts. Ich muss mal gucken, ob ich die einblenden kann. Ansonsten sucht einfach mal bei Google Bilder danach. Es gibt so viele Fanarts zu SCP-3000 und die sind sehr, sehr, sehr anschaulich, aber auch gruselig. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Ich muss sagen, dass die Gestaltung und die vielen Details, die Gespräche und auch die Logs dazu sehr interessant sind, sehr gut gestaltet sind, geben im Grunde nicht ganz so viel Informationen preis, aber die Entwicklung dahin ist sehr unheimlich. Jetzt bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von SCP-3000000 und wie schätzt ihr das Verhalten der Foundation ein, dass sie eben bereit sind, Menschen zu opfern für dieses Amnesikum?